wenn wir beten, dann haben wir immer so unsere Vorstellung, wie die Erhörung dieses Gebetes vonstatten gehen muss. Wie das zu laufen hat. Wie Gott das umsetzt, was wir da gebetet haben. Und wenn es da nicht ganz so läuft, wie wir uns das gedacht haben, dann sind wir enttäuscht oder murren oder zweifeln oder sagen, Gott, er hört das Gebet nicht oder sonst was. Ich möchte dich auffordern, dich nicht abhängig davon zu machen, dass eine Gebetserhörung genau so laufen muss, wie du es dir gedacht hast. Mach dich nicht abhängig von deiner eigenen Vorstellung, wie Gott Dinge erhört. Weißt du, wir malen uns etwas aus, aber Gott hat vielleicht einen völlig anderen Plan. Und er führt auf einem anderen Weg, der einfach nicht in dem Bereich ist, den wir im Blick haben. Eines der besten Beispiele in der Bibel, die viele solche Beispiele hat, ist sicherlich Josef. Er bekommt von Gott diese Vision gegeben, eine Position von Autorität und Macht, und seine Brüder werfen sich vor ihm nieder und so weiter. Und er ist ganz, erzählt das dann seinen Geschwistern und holt sich da den Neid und Unverständnis und Probleme. Und irgendwann kommt es dazu, dass er verkauft wird. Ja, Sklave wird, später sogar im Gefängnis landet, vollkommen rechtlos, vollkommen ohnmächtig. Nichts von dem, was Gott verheißen hat, hat auch nur im entferntesten Aussicht, Realität zu werden. Kein Mensch wusste, dass er da war, rechtlos und ohne jegliche Möglichkeit, da was zu tun. Und trotzdem war es genau die Erhörung dessen, was Gott geplant hat. Es war der Weg, den Gott ihn geführt hat. Vollkommen anders, als er sich das sicherlich gedacht hat. Vielleicht hast du auch so etwas Ähnliches gebetet. Du hast gesagt, Gott, gebrauche mich in mächtiger Weise. Ich will, dass du dich durch mich verherrlichst oder was auch immer. Und dann geschehen Dinge in deinem Leben, dass du sagst, eine Katastrophe jagt die andere. Ich stehe im Grunde genommen vor einem Scherbenhaufen und weiß überhaupt nichts mehr. Ganz offensichtlich erhört Gott mein Gebet nicht. Und ich sage dir eins, das ist ein Irrtum. Vielleicht ist genau das, durch das du jetzt gehst, geradewegs die Gebetserhörung, die Gott für dich hat. Er bringt dich dahin, wo er dich haben möchte, wofür du gebetet hast. Er bringt dich vielleicht durch einen Weg à la Josef, à la David, à la Abraham und so weiter, wie sie alle heißen, um dich dahin zu bringen, wo er dich haben möchte. Wenn du etwas von ihm erbeten hast, mach dich nicht abhängig von deiner Vorstellung, wie das zu laufen hat, sondern schau auf die Situation und sag, Herr, ich gebe dir das alles. Ich verstehe es vielleicht nicht. Ich habe den Eindruck, ich stehe vor dem Scherbenhaufen. Meine Möglichkeiten sind zu Ende. Ich stehe hier wirklich vor der Wand. Vielleicht ist das genau der Punkt, wo Gott dich haben will. Abraham musste 100 Jahre alt werden, bis es wirklich so unmöglich war, dass er Nachkommen zeugen konnte, dass Gott das Wunder getan hat. Und dazu lade ich dich ein. Vertrau auf dem Herrn. Bleib dran an ihm und sag, Herr, ich habe etwas erbeten von dir. Und ich bin gewiss, du wirst es für mich tun. Du wirst mich dorthin bringen. Du wirst dich in meinem Leben verherrlichen. Und die Umstände, durch die ich gehe, haben nicht die Macht, mich davon abzuhalten. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.